Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Baldur's Gate 3 in der Early Access Version. Wir sind in dem Keller von dem Zollhaus. Wir haben den Anhängertürst niedergemacht, nach mehreren Anläufen. Und wir ruhen uns mal ganz kurz aus, um dann zu der... Ah ja, du möchtest was von mir. Um dann zu der... zu dem Tiefling-Mädel zu gehen und ihr dann zu helfen. Okay. Hallo? So, we've found an artifact rife with magic. It's just the thing I need. May I? Was passiert mit dem Gegenstand? Sollte ich ihn euch geben? I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. But it will save my life. Even if only temporarily. Okay. Thank you. Deine Haare spielen etwas verrückt. Guter Mann. Also schön sah es nicht aus. I can feel the storm abating. Yes, this will keep my condition in check. For a precious while. Wie lange wird diese wertvolle Zeit anhalten? It's hard to predict the effect any given artifact has. But my condition is hardly a patient one. Rather soon I will feel it stir again. Like a distant thunder sending tremors through the soul. I will need to consume another artifact before the lightning strikes. There's no choice but to find more. In the meantime, my thanks again. Mein Zustand ist ziemlich kostspielig. Treibt mir das. Ja, keine Ursache. My lady, I bow to your boundless kindness. Okay. 2 von 4 glücklich gemacht. Skelett mit Kapuze? Oh, warum steht der denn jetzt da? Hallo? Hallo? We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Was kann ein Skelett mir bieten? Warum helft ihr mir eigentlich? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was seid ihr genau? There are many answers to that question. None are important. Wenn ihr mir nicht antwortet, dann verlasst mein Lager. Skelette können üblicherweise nicht sprechen. Correct. Ah ja. Erklärt ihr mir, warum ihr es könnt? No. Ah ja, okay, gut. Fate darf ich nochmal? Spins along as it should. Was kann ein Skelett? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish? I will cleave soul to body once more. Das ist ja höchst mächtige Magie. Wie könnt ihr sie so einfach wirken? Beeindruckend und vermutlich teuer. Was wird mich das kosten? Because it is my calling. There is little else to explain. Beeindruckend, vermutlich teuer. A matter of coin. Das ist ja empörend. Was, wenn ich nicht so viel habe? Then I shall wait here patiently until it is acquired. Das ist ja empörend. Die Frage ist, was will der mit dem Geld? Der ist tot. Und in meinem Lager. Ja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber irgendwie... was dahin kommt. Da wird doch bestimmt noch was hinkommen. Ja, gehen schlafen. Da beißt sie die Nase ab.
ab nach oben. Und dann gehen wir zu der Dämonin. Das hat mich verdammt viel Zeit gekostet. Dieser eine blöde Kampf. Still no symptoms. No sign of tentacles so far. The same. Except for a knot of worry in my stomach that's in no rush to go away. That I can relate to. Okay, da ist nix. Ich weiß es halt nicht, ne? Also wenn das ja so relevant wäre, diese Typen da. Warum hat er dann keine Animation bekommen? Also, ne? Also für mich ein bisschen komisch. Did you get the bastards? Ich werde lieber ihnen helfen und mir euren Kopf holen. Ja, ihr seid entsichert. But thank you. Her mind touches yours. Gratitude, warmth and relief. Then, a light, sharper than the truest blade, brighter than a star. It fills you with awe, forcing you to your knees. And from within, a winged figure steps forward, graceful and terrible. She places her hand on your cheek and smiles as she carves her name across your chest. Kua ad vosnam petrica. Wer war das? In euren Erinnerungen? Zariel, fallen lady, defiled celestial, ruler of Avernus. I was her prisoner. And her champion. She tried to break me. The paladins you killed were acting on her orders. She'll send more. And worse. Ja, wie siehst du komisch da aus? Diese Paladine standen unter ihrem Befehl. Sie werden mehr schicken und Schlimmeres. Was macht ihr, falls sie mehr schicken? Oh, I'm counting on it. I'll be ready for her. And the first step is to go home. To Baldur's Gate. I've got a score to settle. Wen sucht ihr denn in der Stadt? Politicians. The fuckers who sent me to hell in the first place. My advice? Stay away from the city. When I catch up with them, the streets will run red. Did you get the bastards? Yeah. For now. But thank you. Her mind touches yours. Gratitude. Then, ja, and from and smile. Kua ad vosnam petrica. Die Sprache habe ich noch nie gehört. Lucky you. It's the devil's tongue. Infernal. Good for cursing and counting. Not so good for small talk. Zariel. She tried to break me. The paladins you killed were acting on her orders. She'll send more. And worse. Was habt ihr jetzt vor? I'm going from one hell straight into another. Ja. Home. Wir gemeinsam reisen? Choose the company. But until I've shaken Zariel off my back, I'd only put a target on yours. My advice? Stay away from the city. Okay, also. Hä? Warum? Warum? Warum ist hier noch einmal angezeigt? Was? Ich hab der auf der einen Heiler dran geworfen. Was ist denn? Was ist mit der kaputt? Hallo, das war ein Heiltrank. Ich. Habt ihr Heilung geschmissen? Ich war nett. Hallo? Ich glaube, das hat die nicht verstanden. Warum hast du das nicht verstanden? Warum? Es war ein Heiltrank, meine Güte.
Hallo, kannst du da bitte wieder in die Gruppe dich eingliedern? Boah, ich weiß, dass du Trotzkopf bist, aber du gehörst da in die Gruppe rein. Rein mit dir. Oder ist das jetzt, weil er da oben ist? Na. Ah. Hey. Ah. Ich warte jetzt nicht. Did you get the bastards? Yeah, happy. For now. Her mind touches then. A land from where and smile. Kua ad vos non petrica. Zarya. She tried. The paladins you killed were acting on her orders. She'll send more. And worse. Oh, and the first step is to go home. To Baldur's Gate. I've got a score to settle. Could use the company. My advice? Keine Ahnung, was mit der ist. Ein Back oder so? Ich weiß es nicht. Egal. Also wir tun uns jetzt ausruhen. Schlafi machen. Achso, ja. So, hier. How can I help? Das, ja. That is most gratifying to hear. Ja, hier gebe ich dir. Bitte schön, deine Haare rasten wieder komplett aus. Feel the storm abating. Yes, this will keep my condition in check. It's hard to predict the effect any given artifact has. Yeah, not yeah. Soon, I will need to. In the meantime, my thanks again. My lady, I bowed your boundless kindness. Ja, was soll ich machen? Soll ich dich kapieren lassen oder was? Hilft bestimmt gut. So, aber wir machen mal kurz How can I help? Partnergespräch. Oh, I was surprised, but pleasantly so. Just like I said, amid the madness that has befallen us, it seems almost out of place to think of a romantic walk. And yet, now more than ever, it's important to recall what makes us human. Well, you know what I mean. A stolen glance, that sudden heartbeat. Sometimes the little things are worth more than kingdoms. They promise things to come. Okay. Hat ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Aber naja. So, willst du noch was? Was sind nun eure Prioritäten? Clearly the temple. If we can't understand it, we'll never control it. And I'm not about to hand control of my life from a vampire lord to those slimy grey beasts. Was hat ihr von Raphaels Angebot? It's tempting.
If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Wir haben andere Optionen, bessere Optionen. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once more. Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. Erzählt mir eure Geschichte. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Okay, gut. Wir werden als nächstes quatschen, bevor ich schlafen gehe. Something the matter? Ich will über alles reden, was sonst war. So that's to say you'd like to pry a little. You do seem like the type, I must say. Das war nur ein Gedanke. Just an observation. No offense taken. See, we're learning something about each other already. For instance, you're a quick-to-anger type, aren't you? Even less self-control than brains. Hallo? Ihr vergesst euch. Ihr verhöhnt mich, weil ihr nicht offen reden wollt. Was verbergt ihr? Me? I'm not hiding anything. I'm merely sharing as much as you deserve to know. And right now, you've reached your limit. Let's talk about something else. Wie wär's mit, nein, danke. Dann unterhalte ich mich lieber mit der Wand. Salutations. Ungewöhnlicher Name, Klinge der Grenzen. Living legend in the flesh. Slayer of Spectres, killer of kobolds. The pride of Baldur's Gate. Ah, okay, gut, das weiß ich. Soll mich das etwa beeindrucken? Wie hochgelobte Kriege euer Ruf eilt euch voraus. Ich habe noch nie von euch zugehört. So you know the stories. All true, I might add. Won't be long before they're telling new tales. Mind flayers, flying ships, dragon attacks. The legend grows. Ah ja, euer Auge ist ungewöhnlich. Was ist passiert? Now, I always save the best stories for my closest friends and my cruelest enemies. Get to be one of those and I'll spill the whole jug. Hm? You get that, right? Spill the whole jug? Huh. I guess I'll toss that one in the heap. Dich hinunterbeugen, der ist ein Kopf größer als ich. Okay, komm. A groove spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. Ist euer Auge nicht ein Senderstein? A what now? Goodness, but it's just a bit of rock. Nothing so special, I assure you. His breathing quickens. His jaw tenses. This legend is keeping something from you. Nein, das mache ich nicht. I'm all ears. Wir könnten uns jederzeit verwandeln. Wie könnt ihr da so guter Dinger sein? Did you see those tiefling kids?
Do you reckon our moping and muttering does them much good? They should be chasing frogs, climbing trees, not training for battles they can't win. Those people look at me and they see a hero. Imagine how bad they feel if they were wrong. Kommt doch meine Gruppe. Was sollten wir als nächstes tun? We sniff out the Gobbo leaders and take their heads. And we free the Druid housing while we're at it. If we want these brain bugs removed, he's our man. But failing that, this Gith Kresh sounds promising. If Lazel's telling us straight. I know, that's a pretty big if. Welchen Plan habt ihr, um die Goblin zu beseitigen? There's an old saying I just made up. To fell a dragon, you must chop off its head. These goblins are organized. It's no hamhead pulling the strings. We slither through their camp and off their leaders. Quick as crickets. Also es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir den in die Gruppe nehmen. Aber jetzt noch nicht. Great talent or not, no druid can cleanse an embedded tadpole. Give no credence to such fantasy. Seid ihr sicher, dass eine Krippe der einzige Weg zur Heilung ist? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. To all questions, the Kalir Library harbors answers. A gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Diese Art von Weisheit ist sehr kostbar. Bücher sind auch fehlbar, wie sie schreiben. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers. Exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Eure Züge sind ungewöhnlich. Die Yankee sind nicht gerade häufig. I expect I am your first. Von euresgleichen habe ich noch nie gehört, bis ich gefangen wurde. Ich habe von den Githyanki gehört, aber nie einen getroffen. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Bitte, so groß ist sie nun auch wieder nicht. Und eure aufwärts gebogene Fledermausnase ist auch nicht hübscher. Wirklich danke, dass ihr es bemerkt habt. It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Woher wirst du so viel über Gedanken, Sheila? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a crash. You do well to observe more and question less. Wisst ihr, was ohne Heilung aus uns wirkt? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber wir nehmen das mal. A Lord from Fate and one in... Ich bin so schlecht in... May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. Das ist schlecht in Englisch. It's as simple as that.
The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Das sollten wir als nächstes tun. We find this Zoru in the Red Hunters camp. He will point us to a crash. There we may be purified. Okay. So, schlafe ich, schlafe hier machen. So, Rauschpü. So. Zoru. War das nicht hier da, wo die mit mir hin wollte? Ja, ne? So, egal, wir machen hier kurz einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und wir hören uns sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinde. Bye!